Winterduxer Gletscherkönig 2014. Eine Woche im Zeichen der Vergangenheit und Moderne. Schauvorführungen aus dem bäuerlichen Leben von einst und jetzt. 124 Oldtimer-Traktoren trafen sich zu einer Woche Ausfahrten im alpinen Hochgebirge von Alm zu Alm und zum Höhepunkt auf das Duxer Fernerhaus auf 2660 Metern über dem Meer. Grieralm, Geiselhöfe, Penkenjoch. Mit einer Fahrzeit von circa einer Stunde ging es am ersten Tag auf die Grieralm, dem Naturparadies des Duxertales. Die Geiselhöfe waren das Ziel des zweiten Tages. Am Donnerstag ging es bei widrigsten Wetterbedingungen über Asteck auf das Penkenjoch. Trotz alledem wurde es eine wunderschöne Ausfahrt.
Nostalgieschau. Heuernte einst und jetzt mit dem Norica Pferden. Das Norica Pferd ist ein mittelschweres, kräftiges und ausdauerndes Gebirgskalbblutpferd. Das Zuchtgebiet umfasst die Gebirgslagen der österreichischen und deutschen Alpen. Das süddeutsche Kalbblut ist eine aus dem Norica-Pferd hervorgegangene Kalbblutrasse, in welche ab dem Zweiten Weltkrieg auch andere Rassen eingekreuzt wurden. Das alte Handwerk des Korbflechtens wurde von Manfred Eder gezeigt. Der Schnalzer mögen sich herrichten, einmal nur rauslassen, bevor das Regen Die neue Nähmaschine ist eine IBEX 28 von der Firma Hell aus Udans. Einen besonderen Dank an Bernhard und Peter Holzer, die mit dem Steyr T80 Traktor aus 1952 und dem Traktor Steyr 188 gemäht haben. Weiters wurde auch von Hans gezeigt, was trainierte Pferde aushalten. Im Alltag sind sie vorwiegend zur Holzbringung im Einsatz und sind daher laufende Motorsägen gewöhnt. Diese Vorstellung hervorragend. Ja. Wenn man sich nicht vorstellt, was da normal geboten ist. Ein Höhepunkt des Tages war auch die Vorführung einer alten Mähmaschine. Ein Stadler Einradmäher aus dem Jahre 1929 mit der Seriennummer 3. Der Einradmäher ist heute noch funktionsfähig. Erfinder war Bartholomäus Stadler, der dadurch natürlich die Berglandwirtschaft revolutioniert hat. Besonders hat uns der Besuch von Ida Kröll aus Meierhofen mitsamt der Familie gefreut. Ida ist die Tochter des Erfinders.
Für die festliche Umrahmung haben die Taxenbacher Schnalzer gesorgt. Die jungen Schnalzer haben begonnen und die Großen mit ihren Norica-Pferden haben dann einen erhebenden Auftritt hingelegt. Die Taxenbacher Schnalzer ganz speziell für uns auf ihren Pferden einzigartig im Land und heute hier bei uns im Einsatz. Herzog Hans mit seinen Pferden und die Karin, die zeigen uns, wie das gelaufen ist. Eindrucksvoll demonstrierten Hans und Karin Herzog aus Taxenbach das Mähen, Wenden und das Zusammenrechnen des Grases mit den Pferden, das von vielen Besuchern bestaunt wurde. Und natürlich ein Dank meinerseits, dass er den weiten Weg von Taxenbach in Kauf genommen hat und zu uns hergekommen ist, um dies einmal vorzuführen. Danke, Hans. Am Freitag ging es mit ca. 100 Traktoren hinauf auf die Hüllensteinhütte.
Am Nachmittag stand der große Oldtimer Traktor Corso durch das Tuxertal auf dem Programm. Boxenstopp beim Café Sepp in Marzeit. An dieser Stelle danke an die Freiwillige Feuerwehr Tux und an Café Sepp und Christel für die perfekte Einlage. Ein solcher Boxenstopp ist sicher einzigartig in der Geschichte. Thank you.
Winterduxer Gletscherkönig. Höhepunkt war die Gletscherfahrt 2014. 2 Stunden, 4 Jahreszeiten. Ein einzigartiges Erlebnis. Von 1500 auf 2660 Meter Seehöhe mit dem Traktor unter dem Motto Oldtimer Traktor trifft Pistenpulli auf dem Hinterduxer Gletscher. Angeführt von Gletscherkönig Christian im Steyr 4105 schlängelte sich ein Konvoi von 96 Traktoren, Unimox und einem VW Bulli 4x4 auf den Hinterduxer Gletscher. Über die Bichelalm zur Sommerbergalm und weiter zum Duxer Fernerhaus. Auf 2100 Meter organisierte Matthias Denk von den Hinterduxer Gletscherbahnen eine Labstation.
Danke an DJ Mox für den freundlichen Empfang am Duxafernerhaus. Jeder einzelne Traktor wurde mit einem Pistenbully im ewigen Eis fotografiert. Das Erinnerungsbild wurde jedem Teilnehmer im Rahmen der großen Traktorparty in der Tenne übergeben. Im wunderschönen Zillertal, im hintersten Zillertal, im Duxertal, in der Hohenhaustenne. Ein Wahlspruch der Ziller Dolamander. Scheiß den Knicks, dann fahl den Knicks, gell?
Ja, liebe Traktoristinnen, liebe Traktoristen, ich glaube, es war eine Woche des Riesenerfolges. Ich möchte mich bedanken bei allen Beteiligten. Ich möchte mich bedanken bei allen, die mitgeholfen haben. Aber was uns heute gelungen ist, das ist eigentlich nicht beschreiblich. Wir konnten in 3 Stunden das ganze Jahr leben. 4 Jahreszeiten. Und das, glaube ich, ist einzigartig auf der ganzen Welt. Gibt es nur beim Hindernisvergötzerkönig. Aber der größte Dank in dieser Woche gilt dem Getscherkönig 2014. Die Zillertaler Getscherbahn vertreten durch Matthias Denk. Danke, liebe Christi. Du bist doch hier, das glaube ich. Gibt's nur im Kessbacher Steirer. Mit den Zillertaler Mandern klang eine ereignisreiche Oldtimer-Traktorwoche aus.